oder was ist hier los? Ja, das Spiel ist einfach sehr laut. Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Team Jimmy Jewel, denn wir spielen mal wieder ganz elegant eine wunderschöne Runde Division und haben Spaß dabei, glaube ich. Abwarten. Ich habe übrigens hier dieses vollautomatische Voll-MG mit Automatik. Was, du gerade vollautomatisches Voll-MG? Ich weiß es noch nicht. Ich überlege noch, was ich gesagt haben könnte. Ich bin mir da selbst nicht ganz sicher. Das spielt nochmal leiser. Für das bisschen Munition, was da drin ist, ist das Nachladen aber unglaublich lange. Wie hat Alejandro? Die alle Alejandro. Das hat mir jetzt meine Frage in welcher Hinsicht beantwortet. Was denn? Ich habe dich gefragt, wie viel das hat. Ach so, 118 bei mir mit einem großen Magazin. Normalerweise glaube ich 55. Warum meckerst du über 118 Schuss? Naja, es ist ein MG. Und da wir Deutschen immer MGs gebaut haben, die so schnell schießen, dass sie da ganze Gurte einfach nur durchgezimmert haben, finde ich 55 Schuss im Standard ziemlich wenig. Ich bin doof, ja. Oder doof? Beides. Die atmen hier aber vollkommen aus. Sei einfach dein Ding. Alter, ich bin noch nicht mehr schwer. Nö, ich habe nicht aufgepasst. Ja, sorry. Ja. Ich habe nicht aufgepasst, wurde geschlagen und dann noch niedergebrannt. So wie das hier gehört. Es war eine akute Hexenverfolgung. Ohne Hexe. Nur damit du jetzt nicht wieder hier... Nein, nein, schweig still, Strolch. Wenn der, ne, wie hieß er, wenn der Schwan spricht, schweigen die Tiere oder so? Irgendwie sowas geht das so. Bestimmt. Das ist tatsächlich ein Lied und nachher so. Ich mag diese Sniper nicht, ne? Die sind voll die Angeber. Wenn die dann auf die schießt, dann campen sie irgendwo. Weißt du, bis ich nachgeladen habe, hast du schon zwei umgebracht. Achso, ich hab meinen Nahkampf ist noch nicht auf. Okay. Ja, okay. Wo piept denn hier eigentlich nur was? Keine Ahnung. Vielleicht die piept. Aber dieses Weg. Dieser Weg finden. Hier oben hat was gepiept. Naja, unten piept auch was. Ja. Ach cool, ob du so blöd sein wirst und reinrennen wirst. Ich versuche mein Bestes. Ne, ich bin gerade geflasht gewesen, weil ich... Hä? Ach, das sind unsere Leute hier, ne? Wenn sie nicht auf die schießen, sind sie grundsätzlich erstmal... ich habe auch nicht auf die geschossen. Ich habe gesagt, wenn sie nicht auf dich schießen... Die haben mich ja nicht gesehen. Ach so. Die Wegfindung ist echt behindert. Und nein, ich war da nur so gucken. Es leckt immer noch bei mir, ich versteh's nicht. Behindert, behindert, behindert. Also, ich habe... Ach, scheiße. Ich habe überhaupt keine Probleme. Das freut mich für dich. Danke. Vielleicht ist meine Grafik zu stark für das Spiel. I don't think so. Don't think so for me. Ja, im Endeffekt kann es nicht sein, dass sie zu nicht schlecht fürs Spiel ist. Ja, die kann aber kaputt sein in der Theorie. Du kannst auch. Ach ja, schießt halt wieder durch Wände. Warte, wirf hier nichts drauf, Fimmer. Wir sind doch nette Kerle. Soll ich hier gleich mit Granaten nachwerfen, oder? Also hast du eigentlich schon den neuen Battlefield-Patch reingeguckt? Da haben sie ja irgendwas Essentielles geändert. Außer eine neue Map. Nö. Die eine also, neue Map kannst du eben nur bei Capture the Flag spielen, von daher. Meinst du Eroberung? Bei Eroberung, ja. Ach ja. Ist einer von uns, naja gut. Aber du hast schon reingeguckt dann, oder was? Mhm. Der Patch hat ja insgesamt 17 GB, ne? Na, 10, hat er runtergeladen. Echt? Nur 10? Ich hab 17 gehabt. Warum auch immer. 10 installiert 17. Es waren nur so. Am ersten Anzeigen waren 17. Aber runterladen musstest du nur 10. Zum Glück nur. Ja, ja, gut. Bei mir dauert es nicht so lange wie bei dir. Ja, bei meiner Leitung waren das auch schon wieder gefühlt einen halben Tag. Aber ja. Ja, 10 GB ist auch schon. Das ist kein Patch, das ist ein neues Spiel. Das ist schon eine Frechheit. Mann, Alejandro, mach doch mal richtig hier. Aber ich habe auch noch nicht reingeguckt, sonst hätte ich auch unweigerlich nicht gefragt, wahrscheinlich.
Da, wer weiß. Vielleicht wollte ich einfach nur eine Konversation beginnen. Ja gut, aber da hätte ich dich ja eher nach deiner Meinung gefragt, anstatt einfach... Ja, das war jetzt auch eher ein Scherz. Das war ein Scherz. Ich weiß nicht. Was ist falsch mit dir? Oh, wo fangen wir denn da an? Ja, ich warte ja immer noch auf die Liste. Ach, das ist ein Dicker. Ich warte die ganze Zeit noch auf das Explodier. Aber der explodiert gleich, Mann. Nee, nicht so wirklich. Nicht so, wie wir das gerne hätten. Hallo. Der hat aber noch in der Stirn. Der hat vor allen Dingen eine Wolke aus Blut um sich rumgehört, als er gestorben ist. Was etwas verstörend aussah. Muss man ja auch mal fairerweise sagen. Eine JFK-Wolke. Ja. Kommt schon sehr nah. Gut, das war's schon, ne? Scheiß Rikers. Ich habe noch keine Ahnung, was Lobby wendet. Keine Ahnung. Ich drücke aber auch die falschen Tasten. Das ist auch so eine Sache, warum kann man da nicht mal ein bisschen, ne, so machen wie andere? Nein, es muss unbedingt die F-Taste sein. Legst du die da um? Na, ich leg lieber einen von Ubisoft um. Wenn möglich. Ich wäre ja vorsichtig mit solchen Aussagen. Vielleicht, wo einer stirbt, dann... Dann sind Dinge passiert. Da habe ich den mein Death Note geschrieben. Oh, jetzt kommen aber hier... Sachen von Nerds für Nerds, oder wie? Aber so richtig. Ich weiß nicht. Also ein Death Note, das ist jetzt ja, glaube ich, schon fast popkulturell bekannt. Sie betreten einen sicheren Bereich. Meinst du? Glaube ich nicht. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Sollen wir die Folge mal beenden? Du nimmst so auf. Ja. Ich frage auch nur ins Kollektiv. Liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Er leidet ganz stark. Spende.